Hallo zusammen. Ja, hier sind wir wieder. Da ruft die erste Balz. Weihnachten ist vorbei. Gott sei Dank. Oder auch nicht. Ja, die Feiertage waren recht kurz. Sonntag oder Dienstag. Das ist immer sehr seltsam, dass Sonntag dabei ist. Guckt man immer relativ kurz vor. Ja, also ein bisschen Urlaub. Können wir genießen. Machen wir noch. Kleiner Rückblick vielleicht. Ja? Das letzte Jahr. So, zumindest ins Kopf, ich mache das jetzt wieder im Stegreif, ohne Plan und ohne Sinn und Verstand. Aha, ich habe also hier, weiß auch nicht, momentan ein bisschen Probleme wieder. Nimm das auf zum Mittag so, wie lange geht das? 10 Minuten, oh, okay, kein Reiche. Eigentlich habe ich den Ton damit aufgenommen, zu dem zweiten Teil des Videos. Aber er ist weg, finde ich nicht. Die Spuren sind da, aber nur die Ingame-Sound, sage ich mal, ist dabei. Aber der Kommentar, den ich wieder wie üblich über Nvidia Shadow Play gesprochen habe, die bieten da jetzt zwei Spuren an. Ja. Musst aber das geeignete Programm haben, um. Also mit Programm meine ich Bearbeitungsprogramm, Rendering für Spiel, sodass die Spuren auch gezeigt kriegst. Die End war voll, wie gesagt, mit dem Ingame-Sound, die andere war leider leer. Ne, ich habe das jetzt, das mache ich jetzt nach Vertonung mit Audacity. Darauf ist ein Verlass. Ich weiß zwar nicht, warum das mir jetzt nicht die. Ach, da hat einer drauf. Ich hab's ver. Ach, jetzt sehe ich das. Ich hab's verkleinert. Jetzt ist das so in der Mitte drin. Na gut, macht auch nichts wahrscheinlich. Ja. Aber auf jeden Fall, darauf ist halt Verlass. Und bei Shadowplay, da müssen sie noch ein bisschen nachbessern. Vielleicht habe ich ja wieder irgendwo falsch eingestellt oder was. Aber das erste Video, das also vorangegangene, 2 Minuten ran zu den Dingen, das hat mit dem Ingame-Sound super geklappt. Da habe ich aber auch nicht den Kommentar dazu. Auskauen wollte ich einfach nur mal so halt, warum, ja, ich weiß es nicht, einfach so informativ vielleicht, ist dann nicht weiter tragisch. Auf jeden Fall, es gibt momentan ein paar Probleme, auch mit dem System, eine Platte war weg, ich habe 3 Platten drin, in der Kingston, und ich konnte mir das nicht erklären, weil, was ist denn da los, warum ist die Platte, werden die nicht erkannt, die werden nicht in der Verwaltung nicht zu sehen, und das gibt es nicht. Da muss es doch sein. Im Gerätemanager nicht, die Platte war nicht da. Was ist das? Na ja, gut, okay, der einzige logische Schluss dann, ach, bei mir, nach längerem Überlegen, das Kabel ist raus. Tatsächlich, so war es. Das hat sich ganz minimal gelöst gehabt. Und dann wird die natürlich nicht erkannt. Die ist nicht da, für niemand, nicht einmal für mich. Ja. Das Kabel neu und fixiert wieder mit Klebeband. Und trotzdem haut es auch ab. Ich weiß aber auch, dass es liegt. Die arbeiten ja in einem gewissen Toleranzbereich. Also die Stecker sind bombisch fest. Ja, habe ich abprobiert an der anderen Platte. Und das passt. Nur scheinbar hat, also, wie sagt man da, die Dose, sage ich mal, vom Ausschluss, der ist scheinbar ein bisschen dünner. Deswegen wackelt es. Aber selbst mit der Fixierung, Klebeband, muss ich das irgendwie gelöst haben. Wo ich nichts machen, dem Rechner, wenn ich keinen Grund habe dazu, ich hatte keinen. Nun gut, ist ja egal. Also wie gesagt, das ist ein kleines Problem. Ich habe mir dann halt auch einen Bericht gelesen, Computer Base, ich schaue das recht gern und mache meiner Meinung nach alles von ein bisschen fundiert. Nicht so theatralisch, sind Fakten und Fakten sind immer gut. Und da habe ich dann halt gesehen, dass die diese neue Festplatte von Cruishell, die MX500 getestet habe und waren also im Vergleich auch mit der MX300 begeistert. Oder habe ich gedacht, das ist was für mich. 1 Terabyte für rund 265 Euro. Das habe ich mir jetzt gegönnt. Bestellt diese, dauert ein paar Tage, bis die kommt. Direkt bei Crucial. Und komischerweise war sie da ein bisschen günstiger wie bei Amazon. Und ist auch nicht überall verfügbar. Aber die habe ich mir gegönnt. Da fliegt diese Kingston raus. Und die mache ich mir vielleicht irgendwo gleich neu. Und dann habe ich, was habe ich denn da? 1,7, 1,8.
Terabyte oder 1717 nach 50 Gigabyte. Trinkt noch was, jawohl. Und hier nach dem ist das komplette Fail, was ich also von Tag so ist. Brauchen wir auch alles Gute, das ist das Miese. Das hat auf jeden Fall, die ist bestimmt. So, oder was wollte ich noch? Wollte ich noch was raushauen? Ach ja, ich habe ja noch einen kleinen Rückblick für mich persönlich. Haben wir gestellt, was das Jahr 2017 für den PC und Spiele gebraucht hat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, für mich das absolute Highlight außerhalb der Souls-Serie. Außerhalb, ja, weil es ist immer noch mein absoluter Favorit. Selbst wenn die Pause schon wieder gestartet ist. So muss ich das sagen. Also, ich komme immer wieder drauf zurück. Oder man kriegt von außerhalb ein Stimulant, wo man sagt, au, Mensch, das könnte ich auch mal kopieren wollen. So. Dann gucke ich mal wieder mal. Aber außerhalb von dem würde ich Hellblade, Alex und The Surge, also für die Highlights, für mich persönlich in dem Jahr, als Favorite in der Reihenfolge. Hellblade war also unheimlich. Und Alex, da bin ich jetzt gerade bei, das ist also ein sehr feines Werk, finde ich. Es ist am Anfang ein bisschen sperrig, aber da mache ich noch mal ein Orgspiel, weil das ist unheimlich. Also für mich reicht auch die neue Platte nicht, um sowas zu Let's Play. Das schaffe ich einfach nicht, weil das einfach zu umfangreich ist und am Anfang braucht man eine lange Einarbeitungszeit. Das ist auch nicht ganz so mit der Steuerung, wie ich mir gedacht habe. Viele haben das auch verglichen. Also da ist ja liegen der Wilde dazwischen. Nun gut, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Jetzt war für die PS4 habe ich eigentlich. Müsste ich gar keins. Natürlich ist Horizon Zero Dawn, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe relativ schnell die Lust verloren, weil es immer doch wieder das Gleiche ist und der Schwierigkeitsgrad, den ich euch gestellt gehabt habe, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob man den überhaupt euch stellen kann, war jetzt nicht so. Extrem. Oh, das Video hängt. Ah, schön. Klasse, ja. Ich hoffe, das hat man jetzt. Oh. Das war jetzt nur bei mir. Oder wenn, dann hat vielleicht das ist die epische Kamera. Nur noch ein Stück Ray oder so. Klasse Spieler. Elektrisch ist eigentlich ruhig. Da ist die Chance. Halt nachher. Fordern. Nicht zu textlastig. Okay, das war's eigentlich. Sonst habe ich mir da nichts mehr aufgeschrieben, so stichwortartig. Ja, wenn ich fertig bin, dann fallen mir noch 15, 16, 17, 18 Sachen rein, weil ich noch sage. Aber dann bleibt mir aber nichts anderes übrig. Und vielleicht ist auch das Video durch das, dass ich eben da den Mikrofontone dazu habe. Aufgezeichnet. Ich gehe dann auch wieder auf A-Spur zurück oder ich nehme gleich wieder Audacity. Vielleicht ist doch ein bisschen den Sinn erkennbar, weil es war eigentlich nur dazu, nicht nur wegen der Fails, ach, um zu sehen, dass das Glamour mit Dunkel jetzt noch einmal ungefähr 140 mehr an Schaden macht. Vielleicht kann man es trotzdem erkennen. Okay, macht nichts. So, jetzt würde ich dann noch sagen, noch ein kurzer Blick auf die Uhr, etwa, dass ich nicht noch einmal einen Haufen Musik in den Haaren muss. Ja, das ist dann auch immer schwer zu finden. Ach ja, was wollte ich noch sagen? Ich habe mir noch einmal eine Software gekommen. Angeblich ist, habe ich aber noch nicht neu geschaut. Können wir damit persönlich erstellte Videos mit Musik legal und normale. Ja, ob das jetzt ach nur auf die Bibliothek beschränkt ist oder auch nicht. Du musst dich echt nochmal das vielleicht einmal so älter oder Musikstück, das nicht nur in YouTubes Library ist. Library, ja. Ich weiß. Englisch macht auch keine Fortschritte. Mein Gott, leider. 750 Star oder so. Nichts.
Wenn ich es lese, dann denke ich das zusammen. Also stundenlang, ich verstehe es nicht. Ah ja, gut, okay. Ich habe aber noch Zeit. Klappt das nicht an. Zu viel. Gut, auf jeden Fall, es ja, neigt sich dem Ende. Und ich würde mir auf diesem Wegen allen meinen Abonnenten und Freunden einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dass alle Vorsätze, die sich so jetzt im Laufe der Zeit vorgenommen haben, umsetzen können. Ja, und dass das dann seine Wünsche sind. Ja, das war's auch schon. Macht's gut. Bis denne. Ruf die Nachricht.